Was man aus alten Socken machen kann, diese süße Puppe, das ist ein Äffchen, zauberhaft. Es ist einfach, man kann sofort loslegen, es macht Spaß und man braucht auch keine Nähmaschine und man muss auch handwerklich gar nicht so begabt sein. Das ist auch ein Projekt, das bietet sich super für Anfänger. Vielleicht dauert es 2, 3 Stunden und dann hat man schon so ein süßes Püppchen. Für dieses Video brauchen wir ein paar Socken, Füllmaterial. Wenn man das nicht hat, kann man auch ein altes Kissen nehmen. Garn, Nadel und das hier ist alles optional. Damit kann man es nämlich nachher verschönern. Ich werde euch aber alles nochmal unten verlinken. Wir suchen uns eine der beiden Socken aus. Welche ist egal, beide werden sowieso verarbeitet. Wir legen die Socke so hin, dass sich die Ferse genau in der Mitte befindet. Mit der Schere schneiden wir es mittig auseinander bis kurz vor der Ferse. Das werden nachher die Beine von dem Äffchen sein. Danach wende ich dieses auf die linke Seite, also nicht schöne Seite. Das, was wir gerade kaputt geschnitten haben, werden wir wieder zusammennähen. Entweder macht man das per Hand oder man nimmt die Nähmaschine, und zwar hier entlang. Ich zeige euch, wie ihr es mit der Hand machen könnt. Einfach ein Garn nehmen, in die Nadel einführen, unten einen Knoten und dann können wir schon anfangen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle per Hand nähen könnt. Das ist ja immer das Gleiche. Ein wenig zurück, weiter nach vorne gehen, wieder ein wenig zurück und wieder nach vorne. So sieht es im Zeitraffer aus. Aber Achtung, nicht alles komplett zunähen, sondern unten im Schritt lassen wir eine kleine Öffnung. Dadurch werden wir das Ganze wieder auf die rechte Seite wenden. Wie ihr sehen könnt, ist das andere alles vernäht. Bloß einfach im Schritt eine Lücke lassen. Wenn das Wenden bei dir nicht so einfach geht, dann kann das manchmal sein, dass die Lücke einfach zu klein ist. Lieber ein Stückchen größer machen und nachher auf der anderen Seite zusammennähen. Für meinen Geschmack waren mir die Beine ein wenig zu kurz, deswegen habe ich mit der Schere nochmal reingeschnitten, weiter nach innen. Das Ganze wird jetzt mit Watte gefüllt. Wenn du keine Watte hast, kannst du nach einem alten Kissen schauen oder vielleicht hast du ein altes Kuscheltier oder auch Daunenjacken, da ist nämlich so ein Material auch vorhanden. Hier kann man immer selber entscheiden, wie gefüllt man das Stofftier nachher haben möchte. Zu lasch sollte es nicht sein, aber zu hart auch nicht. Zuerst befülle ich den ganzen oberen Körper, daraus werden nachher Kopf und Stamm und die Beine werde ich natürlich auch nicht vergessen. Da nehme ich mir einen Stift zur Hilfe und führe es langsam in das Beinchen hinein, damit das schön gleichmäßig gefüllt ist. Wenn ihr mit eurer Füllung zufrieden seid, könnt ihr unten den Schritt per Hand zusammennähen. Beide Stoffseiten frieme ich ein wenig nach innen und nähe es dann mit der Hand zusammen, damit das einfach nicht ausfransen kann. Am Ende einen Knoten machen, Faden abschneiden und diese Socke können wir erstmal beiseite legen und widmen uns jetzt der nächsten. Hieraus schneiden wir uns die ganzen Körperteile. Schneidet mir einfach nach, hier brauchen wir kein Zentimetermaß und es muss nicht ganz genau sein. Das erste, was wir ausschneiden, wird nachher der Schwanz werden. Aus der Ferse werden wir nachher eine Schnauze basteln. Aus dem linken Teil werden wir zwei Halbkreise ausschneiden, das werden nachher die Ohren. Das ist Nummer 1 und jetzt kommt Nummer 2. Jetzt bleibt das rechte Teil nur noch übrig und was werden wir daraus machen? Ganz genau, wir machen daraus Arme. Dieses wird dafür einmal in der Mitte aufgefaltet und auseinandergeschnitten, wir brauchen nämlich zwei Arme. Jetzt nochmal ein kurzer Überblick, den Rest können wir entsorgen, daraus wird der Schwanz, daraus die Ohren, Schnauze und die Arme. Den Schwanz so hinlegen, dass die rechten Seiten wieder innen sind und wieder komplett zusammennähen, dass unten eine Öffnung bleibt. So sieht das zusammengenäht aus. Dieses wieder wenden. Wer mag, kann dieses auch mit Watte füllen. Ich habe ein wenig genommen, nicht zu viel. Wenn wir zufrieden sind, nehmen wir die erste Socke und verbinden die Teile jetzt zusammen. Der Schwanz wird da befestigt, wo vorher die Ferse war. Dieses wird ringsherum mit der Hand zusammengenäht. So sieht es nachher bei mir aus. Jetzt geht es mit den Armen weiter, das gleiche Prinzip wie beim Schwanz, wieder so wenden, dass die rechte Seite die schöne Seite innen ist, hier entlang nähen
durch die Öffnung wenden und mit Watte befüllen. Die beiden werden dann wieder hier an unsere erste Socke befestigt und zwar ungefähr auf dieser Höhe. Bei der Schnauze wird es ein wenig kniffliger, der ganze Rand einmal nach innen wenden und das dann an den Kopf befestigen, am besten vorher mit Stecknadeln. Wenn wir mit der Position zufrieden sind, wird dieses zusammengenäht, aber Achtung, nicht ganz, wir werden eine kleine Lücke lassen. Durch die Lücke werden wir wieder Watte hinzugeben, damit die Schnauze schön ausgeformt und ausgefüllt ist. Und erst dann werden wir es komplett zunähen. Mit den Ohren wieder das gleiche, die werden so gefaltet und hier wird wieder eine kleine Lücke gelassen zum Wenden. Auch die Ohren fülle ich mit ein wenig Watte, aber nicht zu viel. Diese werden ungefähr auf dieser Höhe platziert. Jetzt kommen noch die Augen dran, dafür habe ich zweimal diese Form ausgeschnitten. Nicht wundern, ich habe ein bisschen vorgearbeitet bzw. ausprobiert, was man noch machen kann. Ich habe den Mund aufgestickt und oben die Perlen befestigt. Bei den Augen muss man eigentlich das machen, was wir schon bei der Schnauze gemacht haben. Den Rand ein wenig nach innen klappen, mit Stecknadeln fixieren, verbessern, bis man zufrieden ist und das wieder mit der Nadel festnähen. Die Augen habe ich jedoch nicht mit Watte befüllt. Jetzt habe ich mir nur noch einen schwarzen Filzstift genommen und da nochmal ein Auge reingezeichnet. Das ist immer so ein kritischer Moment, man hat nur einen Versuch und der muss sitzen. Ansonsten hätte man das ganze Auge wieder abtrennen müssen, neu machen müssen und nochmal zeichnen müssen. Mit den Perlen, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, das habe ich nachts aufgenommen. Da habe ich einfach nur ein dickeres Garn genommen, die eingefädelt, befestigt und einfach mich wild ausgetobt, bis ich zufrieden war. Es sieht für mich ein bisschen aus wie eine Krone, das ist auch gewollt so und ich finde, das pimpt das alles nochmal ein bisschen auf. Das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich bin so gespannt, was ihr daraus zaubert. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr mir Bilder sendet, am besten über Instagram, designerella.bella. Ich heiße übrigens Christine. Nächste Videos werden hier folgen. Ich hoffe, dass ich euch weiter kreativ inspirieren kann. Und ansonsten, meine Lieben, heißt es bis demnächst. Eure Christine. Muah.